Wie soll es auch anders sein? Willkommen zurück in Pistol Whip. Ich muss noch ein paar Scores setzen. Heute gucke ich mir die Heartbreaker Level an. Top 10 sollte auf jeden Fall machbar sein. Top 5 wahrscheinlich auch. Und mit Glück vielleicht Top 3. Mal gucken. So gut. Was mir auffällt, ich habe jetzt die neueste Firmware drauf auf der 8RX, das heißt 90 Hertz. Aber dadurch ist das Field of View kleiner und das nervt mich jetzt schon. Gerade auch schon einen weißen 100er Score gehabt, weil ich gequatscht habe. Zwei weiße 100er Scores, geht gar nicht. Und trotzdem Platz 2, ja, nicht schlecht. Obwohl ich 2 100er hatte.
Ja gut, die 100er möchte ich natürlich weg haben, deswegen machen wir direkt nochmal. Da bin ich aus dem Rhythmus gekommen. Da hatte ich auch einen 170er oder so. Der war dann auch nur grau, der Score. Aber ich muss sagen, das kleine Field of View jetzt, das stört mich wirklich. Also ich weiß nicht, wie man noch mit der Quest oder so klarkommen soll mit dem winzigen Field of View. Also das ist jetzt schon groß, also das ist jetzt nicht klein, aber halt Pimax normal, ich weiß nicht, 150 Grad. Und das ist mir zu klein. Ich sehe halt jetzt wieder viel mehr schwarze Ränder und das nervt. Egal, nützt nichts. Ich könnte natürlich wieder auf was hat die 75 Hertz gehen, dann hätte ich auch wieder das große Field of View. Okay, damit habe ich nicht gerechnet, dass er in dem Moment schießt. Verdammt. Thank you.
Platz 1 sieht doch schon viel besser aus. 100% und 99,68. Sehr nah dran an einem perfekten One. Sehr nah dran. Naja, gut. Das reicht auf jeden Fall. So. Nächstes Level. Embers. Okay. Embers ist auf jeden Fall schon mal deutlich schwieriger als
weißer 100er hier gerade. Shit. Deutlich mehr Bewegung als im ersten Level. Ah ja, dritter Platz. Das ist okay. '99,67 und '98,07. Okay. Puh. 299 Hits. Habe ich irgendjemanden verpasst? Nein. Okay. Hat auch 299 der erste Platz. Ja gut, 700 Punkte oder was fehlen mir bis zum ersten Platz. Theoretisch machbar, aber ich gebe mich hier jetzt mit dem dritten Platz erstmal zufrieden. Und dann gucken wir uns auch direkt das nächste Level an. Another Day. Das ist wieder ein Ticken einfacher, glaube ich, als Embers. Ist aber auch schon länger her. Einfach mal gucken, wo ich lande. Ich muss gerade mal ein bisschen das Headset richten.
Das war nicht so gut. Das war nicht so gut. Aber wieder dritter Platz. Ja gut. Ist ja okay. Ja, damit bin ich auch schon durch mit dem Heartbreaker, ne? Ja. Reloaded habe ich auch schon alles. Also hier könnte ich nur mal gucken, ob ich hier nicht auf den dritten Platz komme. Aufgehangen. Aber vollkommen aufgehangen gerade. Das hatte ich so, glaube ich, auch noch nicht, dass sich Pistol Whip aufhängt. Ich hoffe, die Aufnahme läuft noch. Pistol Whip. So, wo war's? Hier, ne? Versuchen wir es nochmal.
schauen. Reicht nicht für den dritten Platz, verdammt. Sogar schlechter als mein alter Score, okay. So schlecht habe ich den Lauf gar nicht vermutet. Ich habe eigentlich schon gedacht, dass der zumindest besser als mein alter Score ist. Aber da habe ich mich wohl getäuscht. Ja gut, ich denke mal eine Runde noch. Eine Runde versuche ich es jetzt hier noch. Warum blendet der hier immer diese Balken hier vorne ein? Keine Ahnung. Egal. Ich versuche es nochmal, auf Platz 3 zu kommen. Shit! Da hat mich eine scheiß Kugel erwischt. Verdammt. Schon wieder aufgehangen. Ja, ich glaube, ich lasse es dann jetzt auch. Ja, reicht für heute. Ich denke mal, ich werde es für das nächste Mal wieder auf 75 Hertz zocken und dafür wieder das große Field of View, weil das stört mich schon. Also mir fehlt am Rand ein bisschen, beziehungsweise ich sehe jetzt halt das schwarze Ränder und das nervt. Gut, egal. Zum zweiten Mal abgestürzt hier. Ich weiß nicht, ob es an den 90 Hertz liegt. Auf jeden Fall, ja, reicht das dann jetzt für heute. Dann bin ich raus. Bis dann. Bye, bye. Ciao.